Ja, Alan Noir war damals ein recht interessantes kleines Spielchen. Es war ganz lustig. Man spielt halt einen Detective in Los Angeles, der, oh Gott, ich habe vergessen, welche Jahre es nochmal waren. Nichts weiteres sagen. 60er, 70er, 50er, 40er. Weit in der Ich Vergangenheit. weiß es nicht mehr. Fuck, ich habe es vergessen. Mittelalter. Also, ich spiele Es einen Detective in Los Angeles des Mittelalters. das war Wer kennt nicht Los Angeles im Mittelalter? Die ganzen Big Bangs, die überall stehen, ne? Und die Büffelherren, die überall rumrennen. Und dann müsst ihr die Gesichtsregung des Büffels lesen. Ob er es war. Am 9. November erscheint Transroad, USA. Das wäre so ein ihr LKW? Wahrscheinlich. Oder es ist ein Spiel für Gleichberechtigung. Das, ja. Ne? Gleichberechtigung für Straßen? Ja, für transsexuelle Straßen. In Ja. Transroad? Ja, gleich für transsexuelle Ja, oder, Straßen. man spielt halt transsexuelle Trucker oder so. Ne? Das kann alles sein. Kann alles sein. Wir wissen es nicht, das hört ihr wahrscheinlich daran. Aber wenn dem so wäre, wäre das Das begrüßenswert. wäre begrüßenswert und es wäre ein bestimmt lustiges Spiel. Ja. Sie geben sich mittlerweile nicht mal mehr Mühe, dass die Entscheidungen sich irgendwie bedeutsam anfühlen. Es ist so, mir ist völlig klar, dass die nicht wirklich Einfluss haben. Aber sie haben sich früher zumindest noch Mühe gegeben, dass es sich so anfühlt. Jetzt ist teilweise, du entscheidest was, und das Spiel sagt einfach, fick dich, wir wollten das andere. Machen wir nicht. Und wenn dann da, wirklich, wenn dann in Walking Dead, wenn ich die ganze Zeit sage, ich liebe diese Frau nicht, ich will sie nicht, Kate, ich will dich nicht. Und das Spiel schon sagt, Kate ist traurig, aber akzeptiert das und daraus eine Story anfängt und dann kommt später, du hast die Beziehung geleugnet und ich... Und wirklich, dann ist das Spiel so, ja, ihr habt trotzdem eine Beziehung und ich... Ihr habt mir vorhin die Möglichkeit gegeben, diese Beziehung zu beenden. So, und das ist wirklich, es ist alles so eine Scheiße Das ist so geworden. bescheuert. Aber was ich mich erinnere, ist, am 25. April ist erschienen Batman Arkham VR für die Rift, Oculus und die Vive. Ja. Das ist ja auch wieder ein kleines VR-Spielchen gewesen, wo man halt in die Rolle vom Batman geschlüpft ist, wo Batman. man. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. Most Batmans. Aus Batmans. Batman. Jedenfalls ist die Rolle von Batman geschlüpft. Konnte sein Gadget anziehen, man konnte den Helm von Batman aufziehen, man konnte sich selber dann im Spiegel beobachten, wie toll man aussieht als Was für Batman. Muskeln man plötzlich hatte. Genau. Also jeder Spieler, jeder Nerd hat sich immer mega stark gefühlt. Jawohl. So werde ich niemals aussehen. Gut, Frau weg. Frau So, da kann weg. man sagen, gut, das ist Also zumindest schon mal eine Motivation, da zu ja, ich bleiben. weiß, wie, sie fliegen nämlich über so ein Tal in einem Helikopter. Helikopter stürzt ab, Frau ist weg. Ja. Mann sucht Frau. Frau ist immer noch weg. Ja. Mann findet viele, 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 viele andere Männer. Denkt sich aber, ich suche immer noch Frau. Sucht immer noch Frau. Ganz, ganz, ganz viele Männer denken sich aber, ey Mann, kriegst Frau nicht. Unsere Frau. Unsere Frau. Wir verkloppen dich jetzt. Los, Tentakelmonster aus dem Brunnen. Hol ihn dir. Genau. Ja, und das Ding ist, ich habe Outlast 2 zusammengefasst. ja, dachte, ja, vielleicht der erste hat mir in Ansätzen Spaß gemacht. Ich mochte die Atmosphäre, ich mochte das Design, ich mochte nur einfach das Spiel nicht. Weil es war ja wirklich einfach nur, oh, ein Monstergegner, bla, jetzt renne ich weg, gucke um alle Ecken und guck, wo er ist. Aber Outlast 1 hatte die Lümmelmänner. Ja, er hatte die Lümmel. Ich habe ja gesagt, ich mochte das Design. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Spielscheiße, aber die Ja. Lümmelmänner waren so gut. Get Even, das Mindfuck-Spiel dieses Jahres. Für PS4, Xbox One und den PC. Das ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Es startet damit, man ist irgendwie ein ganz abgefuckter Natürlich. Ex-Militär-Cop. Und man möchte ein Mädchen retten, das von Geiselnehmern Geisel genommen wurde. Und man kommt dann bei ihr an und sie sagt, ja, Bombe, blöd. Und dann rennt man da rum, versucht die Bombe zu entschärfen, man schafft das aber nicht. Entschuldigung, ich stelle es gerade so geil vor, man kommt da so: Ich werde dich retten, du gegeistertes Mädchen, du. Ja, Bombe, blöd. Blöd. Boom. Jedenfalls. Ich sehe halt aus wie so ein Biete. Scheiß Friseur.
Welcher Beatles bist du denn? Weiß ich nicht. Der Unerfolgreiche. Was wir alle nicht wissen, Grautum waren wirklich Teil der siebte Beatle. Oder sechste Beatle. Die waren fünf, glaube ich, oder? Vier? Waren noch vier. Also vier? Das. Ich bin der fünfte Beatle. Der fünfte Beatle. Der Unerfolgreiche. Ich bin gerade so geil vor, wenn ihr auf Tournee wart, irgendwie so, ich bin der Frauenaufreiser, ich bin der Musiker, ich bin der Philosoph, ich bin der Intelligente, ich bin der Unerfolgreiche. Aber ich bin ein Beatle. Ey, aber er ist ein Beatle. Du bist unerfolgreich, aber ja, ein Beatle. Aber guckt, wie ich mich gehalten habe, ja. Das stimmt allerdings, also der Grauter hat sich gut gehalten. Ja, jedenfalls vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut auch gerne bei unseren anderen Podcasts, hört, wenn ihr anderen noch nicht gehört habt, hört und schaut. Meine Fresse! Schaut! Schaut und haut die anderen Podcasts. Die sind nicht lieb, ihr müsst die hauen. Ja, ja, also... Hört und schaut bitte auch gerne die andere Podcasts hier auf Graum Entertainment. Und haut auf den Like-Button. Genau. Poe Dameron fliegt los, und weil da geht es nämlich schon mal los, no. Fliegt los. Und der wirklich ungelogen einer der ersten Dialoge im Film ist, wie General Hux, wir erinnern uns, in Episode 7 war das Adolf Hitler. Ja. Der stand da und hat wirklich eine Nazi-Rede gehalten, wurde dargestellt als bedrohlicher Imperiumsgeneral. Ja. Und er steht dann da und Poe fliegt halt hin mit seinem X-Fighter. Warum auch immer, schießen sie ihn halt nicht gleich ja. ab, sondern warten erstmal, was er zu sagen hat. Das ist so un-Imperium. Hm? So. Und der sagt dann, hallo, kann ich mit General Hux sprechen? Und General Hux sagt, ja, hier bin ich doch. Was wollen Sie denn, Sie dreister, dreister? Natürlich kann ich mit der General Hux reden. Ja. Ich bin noch da. Also ich warte nicht hier ewig, bis ich mit General Hux reden kann. Sie sprechen mit General Hux, hören Sie mich. Na gut, wenn Sie nicht reden wollen, dann kann ich auch nichts dagegen machen. Sir, ich glaube, der verarscht Sie. Ich habe eine Nachricht von seiner Mama. So, und also wirklich einer der ersten Dialoge setzt halt, das ist der erste Hauptdialog ja. des Films. Und er setzt halt irgendwie den Grundton für den Film. Ja. Nämlich nicht düster und bedrohlich, sondern hey, wir verarschen mal die neue Ordnung und die ist eigentlich gar keine Gefahr. Ja, scheiß drauf. Wo dann auch der nächste Dialog kommt, wo dann die Prinzessin Leia, bzw. General Leia, ist es ja jetzt, sagt so, Poe, kommen Sie zurück, wir müssen hier abhauen, danke, dass Sie die Zeit rausgeholt haben, Sie haben eine Heldentat vollbracht, lassen Sie uns flüchten, und Poe sagt so, fick dich, mach den Funk aus, und sofort geht die Bomberflotte los. Warum auch immer Leia nicht an den Rest der Flotte sagt, hört mal, das ist nicht der Befehl, kommt bitte zurück. Ja, weil anscheinend alle auf Poe voll stehen. Ja. Also... Das ist meine Erklärung. Alle stehen auf Poe. Ja. Poe ist super. Ja. Leia ist eine alte Schabracke. Auf die muss man nicht hören. Ja. Poe ist super. Poe for Ho. Genau. Poe for Ho. Das finde ich gut. Das kann man sich merken, ja. 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 Nicht ganz so modern. Nee. Ich würde Anni. Anni. Anni 1800. Spiele jetzt ein kleines Mädchen ja. im 19. Jahrhundert. Schön. Anno 1800. Und ja, da kommt jetzt der zweite Teil. Ich habe den ersten verpasst. Naja, ich glaube, ich habe ihn sogar durch PlayStation Plus auf der Konsole, aber da habe ich viel. Ja. Aber wenig Zeit. Man schenke mir bitte ein zweites Leben. Wenn du Rente bist, dann kannst du alles nachholen. Ja, dann mit 70. So Leute, und jetzt holen wir nach aus dem Jahr 2018. Guacamelee 2. Yeah! Das ist voll veraltet, dieses Spiel. Das wird dir gar nicht ins Gehirn transferiert, wie alle anderen Spiele ja. heutzutage. Dann haben wir noch bei Army of Two, da kannst du was zu sagen. Ja, ja, das ist ein Koop-Shooter gewesen, den man halt im Splitscreen-Koop auf der Couch spielen konnte oder aber auch online. Und es war halt ein höchst durchschnittliches Spiel. Man war halt zwei krasse Badass-Dudes, natürlich, die viele krasse Badass-Terroristen weggeballert haben. Natürlich! Und man hat krass badassigere Waffen bekommen. USA! Und es hat eigentlich komplett davon gelebt, dass man es im Koop auf der Couch spielen konnte. So, das war halt so wirklich höchst durchschnittlich, aber dieses Phänomen, was auch, wovon auch Spiele wie, sagen wir, Destiny profitieren, zusammen macht alles einfach mehr Spaß. Das stimmt, ja. Auch Kotze.
Und wer von uns hat in Jugendtagen nicht mal zusammen gekotzt? Auch das wird vollkommen sein. Es war ein tolles Erlebnis. Ich weiß auch nicht, wie deine Couch-Koop-Freunde so waren, aber ich kann mich nicht dran, mit meinem Kumpel auf der Couch zu sitzen und so, ja, war geil, war. Davon hat es halt komplett gelebt. Ja. Vom Zusammenkotzen. Ging aber nur zu zweit. War nämlich eine Army of Two, den Nachfolger Army of Three und Army of Four hat es leider nie gegeben. Oh, also erfolgreich war es dann nicht. Hallo, Best of Austausch. Oh. EA, wie wir in diesem Podcast noch öfter feststellen werden, dass das EA von 2008 ein ganz anderes EA war als das von 2018. 2018, ja. Nachdem sie aber die Jahre davor das EA waren, wie wir es heute kennen. Also vielleicht, ich glaube ja immer noch, dass diese Phase... Meinst du, jetzt kommt langsam der Wechsel wieder, so alle 10 Jahre? Ja, ich hoffe, dass dann jetzt bald diese Phase wieder kommt, wo EA wieder gut wird. Du weißt, wir sind jetzt gerade so am Höhepunkt, ne? Weil damals war es am Höhepunkt, wo es gut ist. 10 Jahre jetzt danach ist wieder der Höhepunkt, wo es richtig schlecht ist. Und jetzt wird es langsam wieder besser. Denn im nächsten Jahresrückblick werden wir unter anderem auch über Dragon Age sprechen. Ja, stimmt. Ja. Also das waren wirklich die Jahre, wo Mass Effect, Dead Space, Bad Company und sowas alles rauskam. Und mal sehen. Ich habe ja den Glauben immer noch, dass EA es vielleicht noch kann. Sie strafen mich Lügen und Lügen und Lügen, aber... Sie rammen deinen Kopf immer wieder auf die Tischkante und du sagst, es wird besser werden. Ja. Es ist wie die Ex, die mich ständig verprügelt und zu der ich immer wieder zurückgehe, weil ich sie immer noch liebe. Einfach mal dieses LOL-Gleichnis einfach mal übertragen. Natürlich, warum auch nicht? Ja, meine Ex hat mich übrigens nie geschlagen, wir verstehen uns sehr gut. Das nächste Spiel. Egal. Das nächste, wir verstehen uns sehr gut. Nein, es ist... Wir verstehen uns. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Ja. Braid ist das nächste Spiel. Ja, alleine halt einfach, dass du am Anfang diese Möglichkeit hattest, es gab ja auch dieses Moralsystem ja auch noch mit dem Gut und Böse, dass du halt die erste Stadt, die du nachdem du aus diesem Bunker rauskommst, begegnest, in die Luft sprengen kannst einfach. Ja, es gab einfach so viele coole Sachen. Zum Beispiel, ich hab das gemacht, weil ich mir dachte, okay, wann kriege ich schon mal die Gelegenheit, eine Stadt mit einer Atombombe hochzulegen? Stimmt, ja. Im echten Leben habe ich jetzt nicht so das Interesse nicht so, daran. Ja, auch nicht so auf die Gelegenheit. Die Möglichkeiten hätte ich natürlich. Ach so! Aber die Gelegenheit möchte ich nicht nutzen, denn ich bin ein liebender NSA. Nein, habe ich natürlich nicht. Und dann war ich aber halt wirklich auch, ich war so auf böse getrimmt in Fallout 3, dass ich halt nicht nur diese Stadt in die Luft gejagt habe, sondern ich bin erstmal noch zur Händlerin gegangen, hab die getötet, hab alles geklaut, was ich ihr jemals verkauft habe, um es dann in der Schiffsstadt nochmal zu verkaufen. Okay. Und habe halt auch generell mich erstmal noch mit der ganzen Stadt angelegt, um jeden zu looten, der lootbar ist. Und irgendwann hat mich dann der Sheriff verjagt. So. Und dann halt so, Sheriff, jetzt kriegst du eine Atombombe als Antwort. Und es war schon, muss ich sagen, es war schon irgendwie ein geiler Moment, wie man auf diesem Hochhaus steht und Megaton einfach in die Luft fliegt. Und warum? Das ist ja das Coole daran, weil da drin religiöse Wahnsinnige sind, die verhindern, dass diese Atombombe aus der Stadt entfernt wird. Die Kinder der Atoms. Weil sie diese Atombombe anbeten. Ja. So, und davon gibt es so unzählig viele mehr coole Momente. Ja. Coole Begleiter hatte es auch. Ja. Jeweils ist irgendwie so, man muss halt die Truppen wieder befehligen. Man hat seine eigenen Charaktere, die man aufleveln kann, die halt Skills und so weiter lernen. Ich habe es in Erinnerung halt nicht als richtig Echtzeit, sondern als rundenbasiertes, wo man halt seine Figuren halt über eine Art Schachbrett halt sozusagen lang manövriert. So ein bisschen wie bei Skaya. Auch, aber ich meine eigentlich das andere Nintendo DS-Spiel. Rundenbasierten. Final Fantasy Tactical. Oh. Nein, ich meine das andere Franchise. Ja, jedenfalls so. Na. Schachbretter, läuft drauf rum. Wie heißt denn das? Ey, da wo man seine kleinen Figuren hat, wo man doch auch über Generationen seine Familie machen kann hier. Ach so, Wie heißt denn das nochmal? Nein. Ey. Kam doch letztens erst ein Teil raus. Es tut mir leid. Wie heißt denn das? Ja, das berühmte Nintendo-Strategie-Dings. Dings für Nintendo DS-Zeit. Ist doch nicht, warte mal. Ey, warte, es tut mir leid. Das ist wieder irre. Das ist so traurig. Wir haben im letzten Jahr so oft über diese Reihe gesprochen.
Das ist doch jetzt nicht wahr. Wie heißt denn das nochmal? Oh. Ey, was ist mit deinem blöden Internet los? Nintendo... Wollt ihr es verarschen? Wo ist es denn? Na. Es tut mir leid. Wir machen gleich weiter. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Warte mal. Moment. Warte, so finden wir es. Moment. Was denn? Weil wir haben noch da einen Heroes-Ableger von gemacht. Ja, ich weiß. Das gibt's doch nicht. Es ist unauffindbar. Was ist denn? Keinen interessiert das. Es gibt dieses Spiel gibt's gar nicht. Das ist nur eine Illusion. Das gab es gar nicht. Ja, was ist nur in unserem Kopf? Was ist? Fire Emblem. Ja, Fire Emblem. Ja, geht doch. Ich habe es übrigens nicht gerade hier gefunden, aber ich habe hier ist ein Titel, wo Fate mit drin steht. Und ich war, es gibt einen Titel, Fates. Fire Emblem Fates. Ja, wie Fire Emblem. Ja, danke. Wir sind, also wenn wir jetzt nicht als hochrangige Videospieljournalisten angesehen werden, weiß ich auch nicht mehr. So, jetzt müssen wir leiser werden, damit mein Nachbarn mich nicht verklagt. Über mir wohnt nämlich ein Polizist. Oh, ja. Interessant. Wollen wir es auflösen? Ja. Wir reden natürlich vom grandiosen Grand Theft Auto 4. Fjord. Von Grand Theft Auto Fjord. Mouse and Blade. Bist du eigentlich Masochist? Wieso? Weil du sehr gerne Spiele rein magst, wo die Entwickler offensichtlich sehr faul sind. Oder? Nein, oder sehr perfektionistisch. Ich wollte gerade sagen, sie sind nicht faul. Es kommt ja immer wieder neue Infos, was alles entwickelt wird. Oder im Falle von Kingdom Hearts 3, sehr talentierte Storyschreiber, aber offenbar sehr unfähig, weil ihnen in der Hälfte der Entwicklung auffällt, oh, wir kommen mit der Engine nicht klar, wir nehmen eine neue und fangen von vorne an. Mouse and Blade. So, ich glaube, das Ursprungsspiel wird, glaube ich, denke ich mal, auch nicht sehr viel anders gemacht haben. Man ist halt ein unbekannter, ja, nicht unbedingt Held, sondern eine unbekannte Person im Mittelalter. Man kommt in ein fremdes Land. Man kann sich auch vorher bei... Was denn jetzt? Das wäre auch mal eine schöne Prämisse. Man ist ein unbekannter Held. So ein Held, der unbedingt berühmt werden will und keiner an alle ignorieren. Ja. Rhythm Paradise wird wohl ein Rhythmusspiel sein. Ein bisschen Rhythmus machen für Rockband 2. Ja, vielleicht braucht man auch Rhythmus bei Rolando. Oh, und dann ist man richtig Savage. Zwei. Vielleicht hat man dann auch ein schwarzes Auge. Drakensang. Ja. Und das ist, als hätte man ein Second Face. Vielleicht will man ein bisschen Snowboard fahren mit Sean White. Und löst mit Sherlock Holmes den Mord an Sean White in das Geheimnis des persischen Teppiches. Vielleicht kriegt man das Geheimnis des persischen Teppichs in Silent Hill 5. Ja, und dann erzählt man in die Sims Geschichten. Okay, und die Sims-Geschichten, einfach schon vorhin erwähnt, ist diese kleinen Mini-Geschichten, wo man so blond war. Ja, da haben sie gesagt, oh, she's so blond. Der Mann von unserer blonden Heldin wollte ein Söldner werden, wurde Söldner X namens Himmelsstürmer. Genau, und weil der immer unterwegs im Krieg war, hatte sie dann einen Stalker. Genau, im Clear Sky. Ja, und sein Codename war Stockfish. Und er war ein Street Fighter 4. Und sein Street Fighter Spitzname war Stronghold Crusader Extreme. Auch sein Motto im Bett. Und nach dem Sex hat er ihr dann Geschichten vorgelesen, nämlich die Tales of Vesperia. Ja. Und seinen Penis nannte er die Tech Force. Und sie fand den Sex nicht so gut und sagte, Time Hollow. Ja. Und weil die Männer sie einfach nicht zufriedenstellen konnte, wurde diese blonde Frau namens Lara Croft zum Tomb Raider. In another world. Ja. Möglich. Es gab auf jeden Fall einen Riesenkraken und Lara Croft im Neoprenanzug. Das waren so die Highlights. Das waren die Highlights. Die beide relativ früh kommen. Haha.
dieser Typ, aber war als Söldner nicht erfolgreich. Nicht erfolgreich. Und seine Freundin ist dann irgendwo in die Unterwelt abgehauen. Ja. Also muss er forever auf der Strecke rumfahren. Ja. In Trackmania. Forever. Und er trat für das Land Travanistan an und war also der einzige Travanier. Das Besondere war an Travistan, dass er eine richtige Vampirgeschichte dazu gab. Ja. In A Vampire Story. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Und sein einziger Konkurrent auf einem Rennen war ein Mann namens Wakfu. Ja, oh Gott. Und als sie gegen der Datentechnik sagen, nennt man das auch Age of Reckoning bei Warhammer ja. Online. Und als der Schrei zu groß war, haben sie es aufgeteilt in zwei Gebiete. Der eine bekam The East und er bekam The West. Wo er denn als neues Motto Wii Fit einführte. Ja. Und zu den Sportprogrammen gab es die Wii Music. Genau. Unter anderem mit dem berühmten Titel Wind Chaser. Und nach Winds of Change kam Scorpion mit ihrem zweiten großen Hit Wings Over Israel. Was aber für einen kompletten Wipeout sorgte. Ja. Aber der Wizard 101 belebte die Welt wieder und nannte sie World of Goo. Und dieser Wizard hieß Joe Frankie. Und hat eine, keine Ahnung, eine Schwester namens Yusuke Nosora. Ja. Und die beiden waren dabei, Zack McCracken Between Time and Space zu zeugen. Der Satz hat da keinen Sinn gemacht. Wieso? Sie waren bei Zack McCracken bei Between Time and Space. Ich hab verstanden, sie waren dabei, Zack McCracken. Nein, sie waren bei. Das macht ja keinen Sinn. Da muss doch ein Zuzeugen. Oh, meine Güte. Davon, also Trackmania. Wir sollten die Podcasts einfach immer so machen. Ja, finde ich auch. Spart Zeit. Ja, alles gut.